Ja, und damit sage ich dann wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader Kings 3. Und wir werden auch gleich die Zeit wieder starten, denn wir sind gerade dabei mit unserem Erben Berthold, der beim letzten Mal unser Reich übernommen hat. Nach dem Tod seines Vaters Passau wieder zurück nach Hause zu holen. Und dazu haben wir einen Krieg angefangen gegen die Gräfin von Geisenhausen, die Gott sei Dank gerade in einem desolaten Zustand war und auch nicht sonderlich viele Truppen aufzuweisen haben. Deswegen wird die Forderung hier hoffentlich schnell durchgedrückt, aber nebenbei müssen wir uns auch noch um unseren Sohn und Erben kümmern. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt und ich wollte mal wieder wissen, was mein Sohn und Erbe davon dachte. Das Ganze haben wir uns ja schon mal vor kurzem mit einem Mündel gehabt und deswegen, nachdem zynisch, ja, so schlecht eigentlich auch gar nicht ist, stelle ich fest. Aber ich glaube, na, Maßvoll gefällt mir irgendwie besser. Deswegen werden wir ihn auch in Richtung Maßvoll erziehen. Und dann schauen wir mal, ob hier das Maß auch schon voll ist. Aktuell schaut es noch nicht so aus. Super wäre natürlich, wenn wir jetzt hier komplett die auslöschen würden und Geisenhausen auch übernehmen würden. Aber das wäre wahrscheinlich zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen wollen wir uns da mal lieber nicht drauf verlassen. Sondern erst einmal in aller Ruhe hier die Stadt erobern und dann den nächsten Schritt planen. Vermutlich muss man dann die Armee noch aufmischen. Eine kürzliche Bestrebung auf dem Gebiet der Theologie hat mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Priesterkönig Adrianus auf. Ich setze mich mit einem Schriftgelehrten an den Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird für sein Mitgefühl und sein warmes Herz, seinen unerschütterlichen Glauben. Was haben wir denn hier? Weise, Theologe, Denker. Okay, was nehmen wir denn da? Wir nehmen den unerschütterlichen Glauben. Und schauen mal, was passiert. So, ich wusste euren Brief sehr zu schätzen. Euer Wissen über das himmlische Reich und das Wesen des Menschen sind verblüffend. Entschuldigung. Gepriesen seien die guten Mächte und wir haben wieder Lebenswandelerfahrung gewonnen. So, Geisenhausen kontrollieren wir schon mal. Und Pio haben wir gefangen genommen. Das allerdings nur ein Gast ist. Da ist jetzt die Frage. Kann der was? Zwerggefühle. Kann man denn vielleicht irgendwie rekrutieren? Besonders gut zu sprechen ist er dann nicht auf uns, gell? Aber bringt er uns tatsächlich Geld? Nö. Wenn er uns kein Geld bringt, dann werden wir ihn doch mal lieber rekrutieren. Vielleicht können wir ihn tatsächlich noch für irgendwas gebrauchen. Nachdem er bei Geisenhausen ja auch nur Gast war, müssen wir jetzt hier allerdings da nochmal eine kleine Schlacht führen. Was wir auch tun werden. Und dann wird es uns ja hoffentlich in kürzester Zeit gelingen, Passau dahin zurückzuhören, wo Passau hingehört. Und wenn einer
Haribo heißt, das macht mich immer ein bisschen stutzig. Der ist aber auch gar nicht so doof. Vielleicht können wir den auch rekrutieren. Hallo? Wo ist er denn? Der Bub. Oh. Ach so. Er ist gefangen und dann gleich mal prophylaktisch erschlagen. Alles klar. Wurscht. Wir werden das Ganze jetzt hier mal beenden. Und ja, ich bin ganz furchtbar. Aber Passau gehört nun mal zu uns. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und deswegen muss Passau auch wieder zu uns gehören. So, damit haben wir dann schon eine dritte Domäne hier wieder von unseren vier, die wir dürfen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Da hat sich jetzt hier wieder einiges getan. Wir können die Meinung erhöhen vom Arnold von Speyer. Grundsätzlich ja, aber wir haben doch da schon genau den Bischof. Das ist erst einmal wichtiger. Beatrice rechtmätig einkerkern. Das war immer noch unsere E-Vibe, gell? Ach ja, stimmt. Ich hatte ja da noch was vor. Ich habe da ja so eine Idee. Jetzt schauen wir aber gerade mal, was wir hier so machen können. Was ist denn das? Ingabestufe da. Herzogtum. Grafschaft. Blablabla. Und eine kleine. Wir könnten hier einen kleinen Religionskrieg innerhalb des Ziels über alle Titel haben. Okay. Dann spreche ich vom Graf Gell. Graf Ulrich. Nein. Okay. Kann ich mir aber aktuell dingsmäßig nicht leisten. Behalten wir einfach mal so im Auge. Ganz andere Sache. Wir könnten theoretisch unsere Prinzessin Beatrix, weil die ein Ehebrecher ist, einkerkern lassen. So. Und wenn wir die dringend loswerden müssen, könnten wir das also. Und deswegen werde ich jetzt mal hergehen. So, und das geht aber dann erst. Alles klar, jetzt weiß ich es wieder. Okay, dann warten wir mal, bis wir den Bischof beeinflusst haben. Und dann versuchen wir doch einfach, die Königin zu verführen. Ich meine, wenn wir schon über Militärweg nicht an den Titel kommen, vielleicht können wir uns da irgendwie anderweitig ranlurchen. Und das ist ja... Oh. Wo ist denn die? Irgendwie da hinten. Okay. Die können wir jetzt irgendwie. Das sind so vier von Steiermark. Meine Ansprüche. Alles klar. Das wäre dann die vierte Domäne. Das wäre dann die zweite Überlegung. Vielleicht sollte man da auch gar nicht so lange damit warten. Ne, das machen wir sogar gleich. Wir erklären der Guten den Krieg. Wir verlegen unsere Truppenversammlung nach da. Heben das Ganze aus. Und sobald es hier steht, werden wir uns auf den Weg machen, weil bevor der Anspruch wieder verfällt, sollte man da vielleicht einen Fuß in der Tür haben. Das kann gar nicht schaden. Und wir brauchen tatsächlich alle Einnahmen, die wir kriegen können. Und zwar brauchen wir die, solange wir noch jung sind. Und deswegen
sollten wir da mal tunlichst schauen, dass wir vorankommen. Da werden wir zwar dann die nächsten Jahre ganz schön zu tun haben. Das ist schick. Da werden wir dann die nächsten Jahre ganz schön zu tun haben, dass wir da überall die Kontrolle wieder herstellen. Aber gegebenenfalls könnten wir da ja sogar hergehen und uns überlegen, ob wir nicht im Rad... Schau her, der ist doch eh nix. Dann nehmen wir jetzt den. Und dann werden wir den dazuweisen. Da schaut es doch unter Umständen schon ganz anders aus und wird auch gar nicht mehr ganz so lange dauern. Da sollte man auf jeden Fall irgendwie in alle erdenklichen Richtungen gut vorbereitet sein und schauen, dass wir uns hier gut positionieren, was mir natürlich wie immer nicht so gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir jetzt hier Wien zurückerobern müssen. Nein, das meinte ich aber nicht, sondern dass unser Reich dann hier so zersplittert ist. Aber das lässt sich aktuell nicht vermeiden und das werden wir dann aber entsprechend schon wieder regulieren können. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Dingens und dann schauen wir mal, dass wir hier diesen Truppenaufmarsch und dann haben wir jetzt hier auch einen Krieg am Dings. Was machen wir denn da? Blablabla. Sonne, das ist jetzt. Dann sollen die das meinetwegen jetzt hier erst einmal. Durchsetzen. Wir haben aktuell andere Sorgen als unsere Vasallen und ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist. So, jetzt werden wir erst einmal die hier niederkämpfen. Und dann werden wir Wien wieder befreien. Und jetzt gucken wir gerade mal, wen wir da gefangen genommen haben. Mit 10 Gold, naja, besser als nix. Ist der jetzt auf dem Weg nach Wien? Nee, aber jetzt. So, der Ratsmarschall, das ist sehr gut. So, und dann hoffen wir jetzt einfach mal, der Hofarzt wird auch besser. Das ist ja, es läuft ja wie geschnitten Brot. Rental, lass das nicht übermütig werden, gell? Der Popo von Würzburg. Gefangen genommen, Bürger als Banditen, das ist super. Das läuft, das läuft, das läuft. Wow, Moment, ich bin gar nicht. Ausblenden, ausblenden, dann Gefangene. So, da können wir aber aktuell nichts. Gut, dann lassen wir das. So, können wir jetzt bitte Wien befreien?
Ich will doch nur hier meine Forderungen durchsetzen. Mehr möchte ich doch gar nicht. In Burgau ist die Kernburg gebaut worden. Das ist schön. Kann man da vielleicht so wie sonst noch irgendwas Schönes? Ah ja. Ja, da geht was. Na schau her, da bauen wir doch gleich auch noch Kasernen. Das ist doch alles prima. Und jetzt erzwingen wir hier unsere Forderungen. Können unsere Truppen auflösen. Und alles wird schick. Und dann müssen wir aber tatsächlich hergehen und uns Gedanken darüber machen, dass wir unsere Kontrolle auf Maximum erhöhen können. So, jetzt haben wir aber schon wieder unseren Eckehard und der nervt schon wieder rum, weil das hier irgendwie so und so, ne? Ungerechtes Urteil, bla bla bla. Kann man echt keinen mehr hinrichten hier in dem Land. Dann soll er halt meinetwegen auch ein bisschen gerecht sein. Kann ja jetzt auch nicht schaden. So, den Godibert haben wir beeinflusst. Da war doch noch jemand. Ach so, Naschmann. Na. Halt, wir wollten uns ja hier an die Königin ranlurchen. So bin ich auch gerne ein bisschen angespannt. Das macht uns gar nichts. Und die Irmingard ist mein bester Freund, aber leider ein Verbrecher. Na gut. Das ist alles nichts. Ja gut, hilft nicht. Da müssen wir jetzt durch. Aber das schadet auch gar nichts, wenn wir jetzt einmal wieder den Rest von dieser Folge, der nicht mehr allzu lang sein wird, weil ich denke, so 20 Minuten sollte eigentlich für einmal reichen und wir haben ja schon wieder einiges geschafft dieses Mal. Frau ist gar nicht so schlecht. Das wird eine schwere Entscheidung. Sollte man es wirklich an die Königin ranlochen können? Nee, dann sollte man nämlich beim nächsten Mal tatsächlich hergehen und schauen, ob man nicht vielleicht irgendwie das Ganze wieder ein bisschen mehr sortieren können. Auch unsere Truppen sollten sich mal wieder erholen können, damit wir hier wieder über 2000 sind. Das ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste. Und es geht eh gerade wieder ein Jahr zu Ende. Es liegt Schnee über Passau. Und ja, ich denke, wenn es jetzt einigermaßen ruhig bleibt, dann sind wir eigentlich wieder ganz gut aufgestellt, dass unsere Dynastie noch eine Weile überleben kann, ne? So. Und wir müssen jetzt mal rausfinden, wie die Königin so drauf ist. Sie ist auf jeden Fall hinterlistig, aber sie ist bescheiden und gerecht. Die Frage ist, wie tritt man denn hier auf? Entweder wir sind gelandet und reizend. Können wir aber einen schlechten Eindruck machen. Wir könnten uns aber auch freundschaftlich nähern, hat aber den gleichen Effekt. Oder wir warten ab, ob sich was Besseres ergibt. Das ist jetzt. Wir versuchen es mal galant und reizend und schauen mal, was passiert. Ich verschaffe mir einen Augenblick mit Königin Beatrix allein. Ich warte auf den Moment und halte Schmeichelei. Und simple Planereien gut ausgewogen. Dann als richtige Stimmung einsetzt, greife ich hinüber und ergreife fest die Hand von Beatrix mit meiner. Ich offenbare meine Gefühle für Beatrix und erkläre meine unsterbliche Liebe für sie.
Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich gedacht, dass ihr so leidenschaftlich seid, Berthold. Meine Eröffnung nicht umgehend erwidert, bin ich mir doch sicher, dass der Rotton, den ihr die Ohren annehmen, daher rührt, dass sie ob meiner Worte errötet ist. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so ein schlechter Start, würde ich sagen. Vielleicht können wir uns ja tatsächlich... uns da einen Anspruch verschaffen, der uns eigentlich gar nicht zusteht. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt muss ich aber mal gerade noch mal ganz kurz nach dieser Helene schauen. Können wir da irgendwie Helene Bamberg Blauenburg lalala. Ja, wer denn das? Ne, das bringt mir doch nichts. Und das bringt mir auch nichts. Blablabla. Auch das ist nicht. Ne, wir können da ja gar nicht. Ne, das funktioniert nicht. Da kann man gar nichts machen. Tschüssi. Da können wir gerade aktuell nichts für sie tun. Da müssen wir sie ziehen lassen. Aber man muss ja auch mal loslassen können, ne? Ja, und dann würde ich sagen, warten wir jetzt noch ab, bis der März beendet ist. Und dann können wir den Abschluss für die Folge mit dem Toast eines Freundes machen. Es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als die Gesellschaft von Graf Adalwin. Ein ruhiger gemeinsamer Abend in meinen Gemächern entspannte fürwahr meinen geplagten Geist. Wir tranken Wein und sprachen über unsere Probleme. Nach dieser kurzen Pause fühle ich mich so entspannt wie lange nicht mehr. Wie wertvoll sind doch Freunde wie Graf Adalwin. Und wir verlieren Anspannung. Besser geht's doch gar nicht. Ja, und damit haben wir dann auch den März, den April erreicht. Und ich mache an der Stelle eine Pause. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal versuchen wir es mal ein bisschen ruhiger anzugehen und gucken, dass wir alles mal sortieren und schauen mal, was mit unserem Verführungsversuch bei der Königin rauskommt. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr wieder dabei seid und sage bis dahin danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.